Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annies Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hund. Und heute möchte ich euch das aktuelle Spiel des Monats November vorstellen. Das ist das hier, das Karuba, das Kartenspiel. Wie der Name schon sagt, gibt es da auch ein großes Familienspiel. Das ist ebenfalls von der Marke Haba. Und das ist jetzt einfach quasi die Mitnehmversion davon mit Karten. Also eben das Kartenspiel vom großen Familienspiel. Es ist ab 8 Jahren spielbar und es können 2 bis 6 Spieler mitspielen. Es geht auch eigentlich ums Gleiche wie im großen Spiel. Es geht darum, dass man Schatzsucher hat, die Tempel finden wollen im Regenwald, im Dschungel. Das funktioniert mit diesen Karten. Und zwar hat jeder Spieler eine Deckfarbe, das ist die Rückseite, rot zum Beispiel oder blau. Es gibt 6 verschiedene Farben, weil 6 Spieler mitspielen können. Dann gibt es da einfache Wege zum Beispiel, die man legen kann. Die legt man dann ab vor sich hin. Da ist jetzt noch ein Kristall drauf, das ist auch wie beim großen Spiel. Das gibt, würde dann einen Punkt geben, wenn der Abenteurer hier durchkommt. Dann gibt es die Abenteurer oder die Schatzsucher. Da gibt es 4 verschiedene Farben. Jeder Schatzsucher hat eine andere Farbe. Und dann gibt es noch die Tempel, die sind auch in den 4 verschiedenen Farben von den Schatzsuchern. Das heißt, der grüne Schatzsucher muss zum grünen Tempel, der lilane Schatzsucher zum lilanen Tempel und so weiter. Diese Karte legt man vor sich hin, man mischt sie gut durch, legt man vor sich hin auf den Stapel. So, und beginnt dann zu ziehen. Das Ziel des Spiels ist es, am Schluss möglichst viele Punkte zu sammeln und so zu gewinnen. Ich nehme jetzt hier 3 Karten auf und zeige euch mal, was ich für welche Karten gezogen habe. Ich habe den lilanen Tempel, einen Weg mit einem Goldnugget und den grünen Schatzsucher gezogen. Jetzt suche ich mir 2 aus, die ich gerne spielen möchte. Ich nehme jetzt mal hier den grünen Schatzsucher und den Weg und lege die verdeckt vor mir ab. Eine Karte behalte ich in der Hand. Der Gegenspieler macht genau dasselbe, zieht auch 3 Karten, hat hier jetzt 2 Wegstücke und einen Schatzsucher und legt die ebenfalls verdeckt vor sich hin, behält eine Handkarte für sich. Jetzt werden die Karten umgedreht von beiden Spielern und ihr seht hier oben im Ecken hat es eine Zahl. Diese 2 Zahlen werden jetzt zusammengezählt. Ich habe jetzt hier 20, 16 und 4. Und das Schweinchen hat hier 13 und 8, das sind 21 Punkte. Das heißt, ich habe weniger, ich muss jetzt eine Karte entsorgen. Ich nehme jetzt hier den Weg mit dem Goldnugget, weil der weniger wertvoll ist als der Schatzsucher. Und lege das auf meinen Ablagestapel. Die Karte ist aus dem Spiel, die darf ich nicht mehr benutzen. Das Schweinchen darf beide Karten anlegen. Auf was muss ich mich achten beim Anlegen? Also, es geht ja darum, dass der Schatzsucher zum Tempel kommt. Man darf die Karten nur so anlegen, dass sie eine Seite sich berühren, also man kann sie nicht zulegen. Es muss sich wirklich immer mindestens eine Seite berühren. Wenn der Schatzsucher, also wenn ich jetzt hier den Schatzsucher so angelegt hätte, der grüne und hier ist der violette, dann kann ich da nicht durch, dann ist diese Person blockiert den Weg. Das heißt, man muss den Weg so bauen, dass man um die anderen Schatzsucher herumkommt. Wenn man auf dem Weg, auf dem direkten Weg zum Tempel, Goldstücke oder Kristalle hat, gibt das jeweils, wie beim großen Spiel, für Goldstücke 2 Siegespunkte und für Kristalle 1 Siegespunkt. Was auch noch wichtig ist, das Feld, in dem man die Karten hinlegt, darf nicht größer als 4x4 Felder sein. Das heißt, ich darf es nicht in die Länge bauen oder zu fest in die Höhe bauen. Und so wird dann eigentlich das Feld zusammengebaut. Ich habe immer eine Handkarte, die ich behalte und ziehe danach beim nächsten Zug wieder 2 neue Karten. Überlege mir, welche ich legen möchte. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Tempel und den Weg, lege die wieder verdeckt vor mich hin. Der Gegenspieler macht wieder genau dasselbe. Nimmt hier auch Tempel und Weg, legt die verdeckt vor sich hin. Sie werden umgedreht. Jetzt habe ich hier 9 und 3, das gibt 12 und 11 und 4, das gibt 15. Das heißt, ich muss wieder eine Karte wegnehmen in den Ablagestapel und darf dafür hier den Tempel anlegen und der Gegenspieler darf wieder beide Karten benutzen. Ich lege jetzt mal so und so. Und so geht dann das ganze Spiel weiter.
Und eben am Schluss wird dann ausgewertet. Ich spiele jetzt das Spiel mit dem Schweinchen mal zu Ende. Jetzt habe ich das Spiel fertig gespielt. Alle Karten sind gespielt. Ich habe keine Karten mehr zum Nachziehen. Ihr seht auch, es kann sein, dass zum Beispiel ein Tempel gar nicht gespielt wird, weil ich zu wenig Punkte erreicht hatte und etwas wegwerfen musste. Das heißt, es finden am Schluss nicht immer alle Schatzsucher den Weg zum Tempel. Jetzt wird das Ganze ausgezählt. Ich fange jetzt mal bei mir an. Also, der blaue Spieler kommt zum Tempel, hat eine direkte Verbindung. Gibt 3 Punkte. Ich habe hier ein Goldnugget auf dem Weg, das gibt 2 zusätzliche Punkte. Der orange Schatzsucher findet seinen Tempel nirgends, das gibt keine Punkte. Der grüne Schatzsucher hat auch eine direkte Verbindung zum Tempel, gibt 3 Punkte, hat aber keine Nuggets oder keine Kristalle auf dem Weg. Die lilane Schatzsucherin hat auch einen direkten Weg zum Tempel, gibt 3 Punkte. Plus einen Kristall auf dem Weg gibt auch einen weiteren Punkt. Das heißt also, insgesamt habe ich 5, 8, 11, 12 Punkte. Dann zählen wir noch das Schweinchen aus. Also, der grüne Schatzsucher hier kommt nicht direkt zum Tempel, weil die Lilane im Weg ist. Er kommt auch sonst nirgends durch, gibt keine Punkte. Die lilane Schatzsucherin, die kommt hier auf dem direkten Weg zum Tempel, das gibt 3 Punkte, plus ein Kristall auf dem Weg gibt einen weiteren Punkt. Der orangene Schatzsucher kommt auch direkt zum Tempel, gibt 3 Punkte. Und der blaue Schatzsucher kommt auch direkt zum Tempel, gibt 3 Punkte, plus ein Goldnugget gibt 2 zusätzliche Punkte. Das heißt, das Schweinchen hat 4, 7, 10, auch 12 Punkte am Schluss gesammelt. Ihr seht also, das Schweinchen und ich, wir haben beide 12 Punkte. Wir haben beide gewonnen, wir sind beide Sieger, ein optimales Ende für so ein Spiel. obwohl wir relativ verschiedene Anlagen gebaut haben, haben wir beide 12 Punkte gemacht und eben beide gewonnen. Ihr seht, es ist eigentlich auch nicht sehr kompliziert, man kann es gut mitnehmen. Ich finde, es ist eine gelungene Verkleinerung des Spieles, weil es doch den Inhalt und den Sinn des Spieles eigentlich immer noch widerspiegelt. Es hat halt weniger so, eben zum Beispiel die Kristalle, die hat sie beim großen Spiel wirklich drin und so, aber halt gerade zum Mitnehmen ist es dann halt nicht so praktisch und mit den Karten finde ich das gut gelöst. Auch, dass man die Karten nicht verschieben darf, das macht es natürlich schwieriger. Deshalb finde ich auch ab 8 Jahren finde ich das wirklich machbar. Vorher ist es ein bisschen schwieriger. Man muss viel überlegen. Es ist etwas, was einen auch ein bisschen anregt. Und auch mit den 4 verschiedenen Schatzsuchen muss eben nicht immer jeder zu seinem Tempel kommen. Man hat trotzdem Gewinnchancen, wie ihr seht. Das finde ich ein bisschen unnötig. Naja, man sieht halt vielleicht, wenn man jetzt nur von den blauen Schatzsuchen gespielt hat, und den Tempel und dann sieht man, ah, der Tempel kommt hier auf diese Seite raus und nicht nach unten, dann habe ich vielleicht gar keine Möglichkeit mehr, das anzulegen und ich versuche extra das dann so anzulegen, dass es eben hier nach links rauskommt und nicht nach unten. Für das ist es praktisch, sonst finde ich es ein bisschen überflüssig. Aber das Spiel gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich finde auch das Thema lustig mit dem Regenwald. Ich finde es ein gelungenes Thema, ein gelungenes Spiel. Kriegt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Ich würde es euch also weiterempfehlen. Finde ich auch ein gutes Spiel des Monats. Hat den Titel verdient. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch bitte ein Like da. Und sonst am besten natürlich noch ein Abo auf einen Spielplatz. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!